Der Zeuge, der Übeltäter unseres ersten Untergangs, steht vor unserer Tür. Wir dachten einst, er selbst sei die Dunkelheit. Stattdessen ist der Zeuge eine Entität, die die Dunkelheit gegen uns einsetzt. Er sprach durch unsere Geister, bot uns Erlösung für unsere Ergebenheit an. Wir lehnten ab. Obwohl wir sein wahres Ziel nicht kennen, glauben wir, dass er beenden möchte, was er während des Untergangs begonnen hat. Wir wurden auf die Probe gestellt als Savatun, die Schargöttin der List, sich als einer unserer führenden Hüter ausgab, Osiris. Sie fand unsere Geheimnisse heraus, aber Osiris erfuhr im Gegenzug von ihren. Savatun hat gegen den Zeugen rebelliert. Sie versteckte auf Neptun etwas, was unsere einzige Chance sein könnte, ihn zu besiegen. Und jetzt sind der Ex-Kabal-Imperator Kallus und seine Loyalisten mit dem Zeugen auf dem Weg zur Erde. Doch wir schlossen Allianzen mit Kallus' Tochter, Kaiserin Keitel, und Mithrax, dem Elixni-Anführer vom Haus des Lichts. Zusammen stellen wir uns dem gemeinsamen Feind. Der Reisende hat die Erde plötzlich verlassen, um den Zeugen zu konfrontieren. Dieser Konflikt entstand lange, bevor wir existierten. Aber wir werden einen Weg finden, ihn zu beenden. Es sind einfach zu viele! Sie sind überall! Vorhut an alle Einheiten. Haltet den Feind vom Reisenden fern. Um jeden Preis. Sie haben den Flyer. Wir können den Feind nicht angreifen. Wir haben keine Wahl und keine Zeit mehr. Osiris. Nicht sterben.
Hüter, hilf Osiris, den Schleier vor Kallus zu erreichen. Und bitte, bleib in seiner Nähe. Er hat nur noch dieses eine Leben. Du bist schnell. Wir verschwenden ungern Zeit. Gut, wir haben auch keine. Wir treffen uns beim Wachturm. Ihr versteht nicht, wir müssen zum Schleier gelangen. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht, Lichtträger. Mehr als du. Nicht alle haben mehr als ein Leben. Zu spät. Sie haben den Schleier. Hüter, ich hab ein ungutes Gefühl. Der Schleier?
Es ist schlimmer als vorher. Viel. Mein Scheuge. Fortschritt. Wir haben den Schleier. Zumindest seinen Aufenthaltsort. Es ist ein Grab, also wird es dauern, bis wir durchbrechen und eine Verbindung schaffen. Zudem sind Feinde in der Nähe. Ja, wir wissen. Wir wissen, dass sie hier sind. Ein paar Solbeschützer halten das Schicksal auf. Verbinde den Allianz und zerstöre den Schleier. Die finale Form hängt davon ab. Jawohl, mein Zeuge. Das war vertraut. Schon wieder dieses ungute Gefühl. Als sollte ich nicht hier sein. Wir schaffen das schon. Lass uns Osiris und Nimbus davon erzählen. Lasst euch nicht täuschen. Kallus ist kein großer Imperator mehr, sondern viel gefährlicher. Ein hungriges, verzweifeltes Biest. Das Kabal-Imperium und all seine Reichtümer gehörten einmal ihm und nur ihm allein. Er sagte, Freude sei sein Ziel und seine Stärke und Sorge um Gesetze und Feinde sei Schwäche. Doch in seinen Augen sah ich Angst davor, dass seine Freude bald enden könnte. Sie trübte seine Sicht vor dem kommenden Putsch. Ich hätte ihn töten sollen. Aber ich wählte die Verbannung. Ich dachte, er würde in der Leere des Weltalls verkümmern. Aber er fand dort etwas Größeres. Die Chance, mächtiger zu werden, als er jemals war. Wie ein blutdürstiges Kriegsbiest jagte er dieser Chance nach. Ohne Ehre, ohne Vernunft. Es gab nichts, was er nicht für seine eigene Erlösung opfern würde. Als der Zeuge dann zu ihm kam, stellte sich Kallus dem, wovor er immer davongelaufen war. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle dem Untergang geweiht. Eine parakausale Überlagerung? Wie magnetische... Na, viel zu tun? Nun? Wir dachten, Licht und Dunkelheit seien Kontrahenten. Wir dachten, wir seien Verfechter des Guten, weil wir das Licht nutzen. Wenn sie keine moralischen Mächte, keine Gegenteile sind, was sind sie? Im Grunde ist der Reisende ein Terraformer, ein Gärtner. Er generiert natürliches Leben, physische, molekulare Transformationen auf ganzen Planeten. Das hätte uns früher auffallen müssen. Die Domäne des Lichts ist die des Physischen. Die Dunkelheit offenbarte sich auf viele Arten. Träume, Albträume, Gefühle, Schmerz, Erinnerung. Die Machart von Strang knüpft daran an. Dunkelheit ist etwas völlig anderes als das Licht. Eine parakausale Einheit, die ungreifbare Bewusstseinsrealität verbindet und dann... Du redest vom Fluss der Seelen. Fluss? Ja, eine Geschichte für Kinder auf Neptun. Also ein Kinderlied? Quasi. Seit Anbeginn der Zeit gibt es einen reißenden Fluss. In der Geschichte versuchen manche, ihn zu teilen, einen Damm zu bauen,
Doch nichts hält ihn auf. Viele haben geglaubt, dass wir entweder im Wasser ertrinken oder schwimmen lernen. Irrtum? Ja, und das Verrückte daran ist, wir sind der Fluss. Und wir werden davon angetrieben. Ich glaube, ich kenne da einen Ort, wo wir was von diesem Antrieb finden. Eine Art Magnetismus? Sagira, könntest du ein paar Scans? Ah, richtig. Störe ich dich gerade? Rohan, ich dachte über die parakausalen Effekte des Schleiers auf Geister nach. Ich weiß, ich bin nicht gerade ein angenehmer Gast. Schmerz ist kein Hindernis. Er erinnert uns nur daran, dass wir noch atmen. Und kämpfen. Sie schaffen eine Verbindung. Wir müssen sie aufhalten. Den Schleier wurde temporär gestört. Du hast Angst, Vater. Deine Angst verursacht Schmerz. Schmerz ist überall. Unser Ziel ist ein Ende. Du hast kein Ziel. Denn du fürchtest die Suche danach. Deine Angst ist ein Scheitern. Mein Scheitern? Mein Scheitern? Ich habe sie mit boshafter Unterwerfung genährt. Die Tore unserer Feinde überrannt und unseren schimmernden Preis erbeutet. Warum? Weil ich es so wollte. Du hältst das Universum fest im Griff und alles, was du damit tun willst, ist... Sichere den Schleier. Wir schaffen die Verbindung. Verzeihe mir. Der Schleier gehört dir. Schon bald. Systeme laufen. 80% der Verteidigung sind jetzt aktiv. Ich habe meine Wut, sie hat eine Armee, du deine magischen Seile. Schnappen wir uns diesen Kalos! Wir sind noch nicht bereit für Kalos. Wir verstehen diese unberechenbare Macht nicht mal ansatzweise. Zeit, dass wir das ändern. Keitel, wir brauchen eure Truppen. Nimbus, mach so viele Geschütztürme wie möglich bereit. Während Osiris mir hilft, diesen Strang zu entwirren. Um etwas Mächtiges zu kontrollieren. Fällt es uns leicht zu glauben, es erfordere Kraft. Entschlossenheit. Einen starken Willen. Doch ich habe gelernt, dass wir nicht alle Facetten der Natur kontrollieren können. Statt unsere Fäuste zu ballen, müssen wir sie öffnen. Ebbe
und Flut akzeptieren. Loslassen im Angesicht der Trauer. In all ihren Formen. Durch Scheitern. Durch Verlust. Können wir das Unmögliche überwinden? Sind, desto tiefer fallen sie, oder? Nein? Ach, komm schon. Endlich haben wir dich. Ich hab deinen Geist. Was ist los, Osiris? Ich hab deinen Geist heraus. Das Ende nimmt Form an. Er stellt eine Verbindung her. Zerstöre ihn! Es ist aus. Zavala, bitte komm. Das Universum macht uns alle zu Opfern und Tätern seiner Grausamkeit. Du trägst das beide Schicksal. Sei frei. Heute ehren wir den tapferen Rohan, seine Dienste und sein Opfer. Er war ein wahrer Koolus, mehr als nur ein Beschützer von Neomuna. Er verkürzte seine Lebenszeit, damit die Menschheit überleben und gedeihen kann. Heute leiden wir, damit wir morgen leben können.
Während wir uns mit Neptun beschäftigten, erwachte in der Pyramide des Zeugen etwas Schreckliches. Ein verloren geglaubtes Wesen, das vom Reisenden unwissentlich wiederbelebt wurde. Und dessen Macht dieses Schiff für immer zeichnen wird. Der berüchtigte finale Gott des Schmerzes wollte diese parakausale Macht für sich selbst einsetzen. Doch das war sein letzter Fehler. Das Volk von Neomuna wurde von Nesareks Einfluss befreit. Aber die Kabale und Vex verweilen vor den Toren. Und doch stellen wir uns alle eine unbeantwortbare Frage. Wo ist der Zeuge? Wir beginnen unsere Suche bei dem, was er hinterlassen hat. Er wird so lange erfolglos bleiben, wie wir existieren.